Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich dachte, ich nehme euch wieder ein paar Tage mit. Ich war gerade schon duschen und habe heute früh schon eine Runde Sport gemacht. Es ist jetzt schon um 12. Ich bin gestern nicht vor 1 eingeschlafen und Robin hat die Nacht ein bisschen rumgekränkelt. Also dem geht es echt nicht so gut und dementsprechend hat er auch sehr unruhig geschlafen und ich war dann auch ständig wach und dann haben wir heute früh so gegen 7 nochmal Fieber gemessen und da waren wir quasi auch nochmal beide wach und irgendwie war es eine sehr unruhige Nacht. Deswegen bin ich erst 10:45 rum aufgestanden, habe dann noch ein bisschen mit meiner Mom telefoniert und Sport gemacht. Jetzt ist es wie gesagt schon um 12. Ich habe heute früh einfach so einen Good Morning Stoffwechsel Workout vom Body Kids Kanal gemacht und ja, Tee gekocht gerade, ein bisschen Haushalt noch gemacht. Ich habe voll Bock auf vegane Pancakes. Ich esse ja immer noch vegan. Wir haben immer noch Januar. Wer hätte es gedacht? Und ich habe voll Bock auf so Bananen, Ei, ach, Ei geht ja nicht, bin ich doof. Bananen, Haferflocken, Pancakes irgendwie. Ich denke mal, ich mache das bestimmt mit Sojamilch, mit Hafermilch oder so. Auf jeden Fall habe ich Bock auf Pancakes oder irgendwie sowas Gebackenes. Vielleicht mache ich auch French Toast. Geht ja auch vegan, aber ich glaube, wir haben keinen Toast mehr da. Auf jeden Fall fällt mir schon was ein. Das ist der Plan für den Morgen heute. Und heute Abend wollen wir dann noch restvegane Burger essen. Wir haben noch so viel Reste im Kühlschrank und ich habe so Bock auf vegane Burger. Deswegen machen wir die dann heute Abend. Genau, und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich habe nämlich langsam echt Hunger und Bock zu frühstücken. Ich habe mir ein Rezept von Chefkoch rausgesucht und das war irgendwie einfach mit Mehl. Und ich habe dann noch ein bisschen Raymi dazu gegeben für ein bisschen mehr Protein und ein bisschen mehr Geschmack. Dann noch ein bisschen Vanillezucker, Backpulver, Zimt, dann noch einen Schuss Apfelmark. Ein Klecks Apfelmark und einen Schuss Milch. Genau, und dann habe ich das verrührt und irgendwie habe ich mich dann spontan dazu entschieden, dass die Menge ein bisschen wenig ist und deswegen habe ich noch ein bisschen mehr Mehl dazu gegeben. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Milch dazu gegeben und letztendlich, immer so ein bisschen nach Gefühl. Dann war der Teig recht fest und ich war mir sehr unsicher, ob das jetzt so richtig ist. Hat dann doch ganz gut mit dem Wenden funktioniert. Sind auch leider ein bisschen dunkel geworden am Anfang, aber passt schon. Und irgendwie waren die so ein bisschen halb roh noch in der Mitte. Also ich habe dann mal einen probiert. Hat jetzt nicht so intensiv nach irgendwie Süße geschmeckt. Ja, deswegen habe ich noch ein bisschen Banane mit reingeschnibbelt und ihr seht gleich das Endergebnis. So sieht jetzt mein fertiges Frühstück aus. Ich muss sagen, ich bin irgendwie immer noch nicht so richtig von veganen Pancakes überzeugt. Ich weiß nicht, wenn ihr ein gutes Rezept kennt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, weil ich glaube, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich vegane Pancakes probiert habe. Ist einfach halt immer Mehl mit Milch und irgendwas zum Süßen. Und ich finde halt irgendwie dadurch wird der Teig immer nicht so gut durch. Also ich habe jetzt ein bisschen frei Schnauze gemacht. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Teig dann zu dick war oder war er schon wieder zu flüssig. Ich weiß nicht. Also irgendwie, es ist dann in der Mitte so teilweise noch roh. Ist jetzt nicht so schlimm, weil es ist ja kein Ei mit drin. Aber ja, man muss schon echt ein bisschen was Kreatives draus machen, dass es nach was schmeckt, finde ich. Deswegen habe ich jetzt zu dem bisschen Vanillezucker, was im Teig ist, noch hier eine kleine Banane reingeschnibbelt. Wir haben so Snackbananen da. Die sind ja recht klein. Die habe ich bei dem mit dran gemacht. Da drüben gibt es noch ein paar Himbeeren und Apfelmark dazu. Ich habe auch schon beim Zubereiten jetzt ein bisschen vom Apfelmark gesnackt, weil ich schon echt Hunger habe langsam. Genau, das ist jetzt mein fertiges Frühstück. Ich freue mich trotzdem drauf, weil mit Apfelmus schmeckt es eigentlich immer ganz gut. Dazu trinke ich jetzt noch eine Tasse Waldbeertee und melde mich, wenn es wieder was zu essen gibt. So ihr Lieben, ich habe mich jetzt soweit ready gemacht. Ich gehe jetzt einkaufen, muss auch noch die Wäsche aufhängen. Robin hat das letztens alleine gemacht, dementsprechend muss ich das jetzt alleine machen. Das ist so seine Erklärung, deswegen muss ich jetzt allein die Wäsche aufhängen gehen. Ich habe gar keinen Bock und danach noch einkaufen. Draußen sieht es aus, wird es gleich wieder regnen. Ich bin jetzt ready. Ich zeige euch mal den Wäschestapel, der ist echt groß. Ich hole übrigens einfach nur ein bisschen Basic-Sachen, also noch ein bisschen Obst und Gemüse und ja, so Sachen, die man halt immer braucht. Heute Abend gibt es vegane Burger, freue ich mich schon mega drauf. Yay, das ist der Stapel, den ich mitnehmen muss. Ich habe keinen Bock, eigentlich müsste auch der Rewe-Korb mal wieder zurück. Aber ich bin jetzt zu faul, den mitzunehmen. Sieht immer so assi aus. Mache ich, glaube ich, wenn es dunkel ist. Yay, yeah, ihr Lieben, ich bin vom Einkaufen zurück. Ich kann nicht mehr, ich bin so K.O. Irgendwie war der Beutel einfach so schwer. Ich dachte mir, ich zeige euch mal kurz, was ich noch so ein bisschen gekauft habe. Ist wirklich nur ein bisschen was. Ich habe hier Kartoffeln gekauft, brauchen wir eigentlich so gut wie immer. Dann waren Sonnenblumenkerne im Angebot.
Mir ist jetzt mal wieder aufgefallen, ich war voll lange nicht mehr im Unverpacktladen. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt reinkommt, also ob die dort irgendwie 2G, 2G plus, keine Ahnung, oder sogar geschlossen haben. Weil das sind wieder so Sachen, die hätte ich auch im Unverpacktladen kaufen können. Ich war letztens auch im Kaufland, da haben wir auch Haferflocken gekauft. Ich gehe so selten einfach in letzter Zeit dorthin und das nervt mich total. Jetzt, wo ich so Einmachgläser da habe, nutze ich das gefühlt gar nicht. Deswegen werde ich das, denke ich, jetzt auch versuchen, wieder regelmäßiger zu machen, weil ich halt dieses Jahr eigentlich auch wieder darauf achten möchte, sehr umweltbewusst und sehr nachhaltig einzukaufen bzw. eben auch zu leben. Also auch zu versuchen, nicht mehr so viel online zu bestellen. Es gibt ja diese nachhaltigen Spülmaschinen-Tabs und Waschmittel von Everdrop, die wollte ich eigentlich auch gerne bestellen. Ja, aber das dann eher so, denke ich mal, Richtung Ende der Ausbildung, wenn man dann wieder ein bisschen mehr Geld bekommt im Monat und da vielleicht auch ein bisschen mehr Geld rein investieren kann, weil es ist ja auch immer alles noch ein bisschen teurer. Deswegen versuche ich es so gut es geht jetzt schon zu machen, aber dann eben auch für die Zukunft immer mehr quasi und immer weniger online shoppen. Das auch. So, jedenfalls, Sonnenblumenkerne waren im Angebot. Dann habe ich noch einen Haferdrink mitgenommen. Dann auch noch eine Hafersahne, Haferkochsahne. Ich habe mal wieder Bock auf irgendwie so eine Spinat-Sahnesauce oder sowas. Dann Kichererbsen finde ich immer voll gut, dass es die auch in so kleinen Dosen im Rewe gibt, weil ich brauche immer gar nicht so eine riesen Packung und da ist es echt praktisch. Dann nochmal Dinkelmehl, haben wir auch keins mehr da. Robin hat sich noch Sandwich und also Toast und Aufschnitt gewünscht, habe ich auch mitgebracht. Dann habe ich hier noch zum Snacken so eine vegane Waffel mitgenommen. Die liegt beim Rewe immer an der Kasse. Und das war halt so das Einzige, wo ich irgendwie Bock drauf hatte. Ich habe absichtlich nicht so viel Süßkram gekauft, weil dann verleitet das immer dazu, dass man es isst. Deswegen habe ich jetzt nur das geholt. Dann Bananen. Äpfel habe ich noch ein paar mitgenommen. Wir wollten auch wieder einen Obstsalat machen. Deswegen auch noch 2 Kiwis und eine Grapefruit. Robin geht es übrigens auch wieder besser. Ich glaube, ich habe das heute früh erzählt, oder? Dass er ein bisschen eine anstrengende Nacht hatte. Dem geht es jetzt wieder gut. Also frag mich nicht, was da gestern los war. Also der hatte, glaube ich, 38,5 Körpertemperatur. Und halt, wie gesagt, Schüttelfrost und dem ist gar nicht gut. Und jetzt scheint es aber wieder besser zu sein. Saure Gurken dürfen nicht fehlen. Und dann habe ich noch Knobi mitgenommen. Tomaten, weil wir dann, ja, wie gesagt, die Burger machen wollen. Da ist mir eine an der Kasse runtergefallen. Die hat jetzt hier so einen richtigen Plautzfleck. Und Wraps. That's it. Ich verstaue jetzt den Einkauf. Und es ist jetzt, glaube ich, 16 Uhr. Ich denke mal, wir werden heute zeitig Abendessen, weil ich jetzt nicht großartig ein Mittagessen hatte. Ich habe ja erst um 12 Uhr oder so gefrühstückt. Ich habe vorhin noch einen Apfel gegessen, noch einen Tee getrunken und eine Reiswaffel gegessen, eine Zartbitterreiswaffel. Genau, deswegen verstaue ich jetzt den Einkauf und dann mal schauen. Halte ich auf dem Laufenden. Leute, mein Zalando-Paket ist angekommen. Ja, ich habe nochmal bestellt, weil ich ja Robin eine neue Jogginghose bestellt habe und ich immer noch auf der Suche bin nach einem Kleid, was ich auch im Sommer mal auf Arbeit anziehen kann, was quasi ungefähr bis zu den Knien geht und schulterbedeckt ist und frag mich nicht. Deswegen habe ich nochmal bestellt und ich habe mir tatsächlich auch mal ein paar Schuhe rausgesucht. Ich habe letztens auf Vinted erst Absatzschuhe von mir verkauft, weil die mir nicht mehr gepasst haben. Und ich warte immer noch darauf, dass mein Onkel irgendwann mit seiner Freundin heiratet, deswegen es da vielleicht mal einen Anlass gibt, sich hübsch zu machen für die ganzen Kleider, die bei mir im Schrank hängen und keinen Anlass finden. Und ich habe einfach mal so Bock gehabt, mal wieder ein paar hohe Schuhe zu haben. Und ich habe 2 bestellt, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Auf jeden Fall ist das Paket jetzt angekommen. Ich dachte, ich zeige es euch mal. Und schaut mal, wie hochwertig das immer eingepackt ist. Kann man so mit Shein-Zeugs oder sowas null vergleichen. Ja, wie gesagt, ordentlich eingepackt. Finde ich schon mal richtig gut. Und merkt man auch, dass die Qualität ein bisschen besser ist. Genau, solche einfachen weißen. Und das Problem ist, ich kann... Oh Gott, ist der Absatz groß. Wow, hätte ich nicht gedacht. Ich kann eigentlich auf solchen riesen Absätzen nicht laufen, deswegen bin ich gespannt, ob ich damit jetzt klarkomme. Und ich habe recht breite Füße, deswegen ist es immer mit solchen spitzen Schuhen recht schwierig, weil es halt vorne sehr eng ist meistens. Ja, ich puzzle immer noch nebenbei und bin nicht wirklich weitergekommen. Deswegen sieht es hier ein bisschen chaotisch aus. Mega schöner Schuh. Passt zu allem, deswegen einfach in weiß. Ich hatte schon mal solche von Zalando, die hatten aber, von Tamaris, die hatten aber einen wesentlich kleineren Absatz. Ich probiere die gleich mal an. Bin echt gespannt, ob die mir passen. Und 2. Schuh. Oh, okay, von Only. Bin so gespannt. Ich weiß halt nicht, was ich mache, wenn mir beide passen und ich mich dann entscheiden muss. Ist wieder ein spitzer Schuh. Wow. Wow. Und ich fand den so hübsch, weil der hier oben noch so eine kleine Schlaufe hat und mega elegant aussah. Problem war nur, dass ich, wie gesagt, wieder Schiss hatte, dass mein Fuß nicht reinpasst. Ja, ich probiere jetzt beide mal an und bin mega gespannt, wie die aussehen.
Wow, richtig schöner Schuh. Dann, wie gesagt, noch zwei Kleider, weil ich auch wieder nicht wusste, wie es von der Größe her ist. Ich schicke aber auf jeden Fall was zurück. Das ist jetzt Größe M, ein ganz normales schwarzes Kleid. Das ist so ein Bordeaux-Rot, auch eine richtig schöne Farbe. Ich probiere es einfach mal an und zeige es euch, wie es aussieht. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, dass die Schuhe passen. Wow, ich habe es tatsächlich wirklich geschafft, dass der Ton beschissen ist. Deswegen hier mal per Voice-Over. Das war leider der einzige Ganzkörperspiegel, den wir in der Wohnung hatten. Deswegen, ich filme auch total doof. Es tut mir mega leid. Ich wollte euch eigentlich nur so grob das Kleid mal zeigen. So sah auch das Rote aus, einfach nur in einem richtig schönen Bordeaux-Rot. Ich habe mich jetzt für das schwarze Kleid entschieden, weil mir die Farbe irgendwie besser steht. Und ich finde, schwarz ist auch nochmal so ein bisschen figurbetonter. Sieht irgendwie hübscher aus, ich weiß auch nicht. Passt auch zu allem und ja, ich habe mich irgendwie in dem schwarzen wohler gefühlt. So sah das halt übrigens aus, auch mit den weißen Schuhen. Ich lieb's, mega schön. Die schwarzen Schuhe hatte ich tatsächlich auch schon an. Und da ist mein Fuß einfach zu fett für. Also ich habe nicht mal, also ich kann jetzt nicht einschätzen, ob ich einen schmalen Fuß habe oder nicht, aber es ist jetzt kein übergroßer Fuß. Deswegen sind die Schuhe echt sehr, sehr schmal geschnitten. Also wahrscheinlich wirklich für sehr, 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 sehr kleine und dünne Füße. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier die Schuhe mal an. Ich muss sagen, ich finde die richtig hübsch. Also vom Laufen her geht's. Ich muss einfach ein bisschen üben, denke ich. Ist schon ein ganz schön großer Absatz, also eher schon High Heels. Aber so mit dem Kleid, so wenn man abends mal ausgehen will, ein bisschen schicker, aber nicht zu schick, dann finde ich, ist das eigentlich eine gute Kombi. Und es ist auch ein Kleid, wie gesagt, was ich auf Arbeit gut anziehen kann, mit einem Blazer oder so noch drüber. Finde ich richtig gut, auch für den Sommer. Deswegen, ja, werde ich, denke ich, die weißen Schuhe auch behalten. Einfach versuchen, da ein bisschen das Laufen drin zu üben. Robin hat auch seine Hose, eine ganz normale schwarze Jogginghose. War auch nicht so teuer, also voll okay. Und ich liebe solche Hosen. Von daher behält er die jetzt auch. Haben wir auch ein gutes Weihnachtsgeschenk gefunden, endlich. Yay. Auf Dauer sind solche Schuhe echt unangenehm. Also ich glaube, auf Feiern werde ich mir immer auch noch mal eine Alternative einpacken. Das ja, wie gesagt, war der andere Schuh. So sieht es von unten aus. Und wer bitte hat so einen schmalen Fuß? Also bei mir quillt echt ein bisschen was an der Seite raus. Sieht nicht ganz so schön aus. Also sehr schade. Eine Nummer größer wäre dann aber schon wieder zu groß gewesen. Und das rote Kleid war eigentlich etwa genauso wie das, was ich jetzt anhabe. Einfach nur in diesem Bordeaux-Rot, wie gesagt. Auch so ein richtig schön weicher Stoff, so wie mein Rollkragenpullover, den ich letztens bestellt hatte. Ist hier oben vom Kragen ein bisschen anders, aber trotzdem auch ein mega schönes Kleid. Also wenn ihr bestellen wollt, ich packe euch auch nochmal die Produkte in die Infobox, wenn ich sie nochmal finde. Ich muss mal gucken, was das alles gekostet hat. Vielleicht behalte ich auch beide Kleider, dass ich halt mal welche für die Arbeit habe. Aber der schwarze Schuh geht auf jeden Fall leider zurück. Genau. Ja, und Robin ist happy mit seiner Hose. Das ist die Hauptsache. Hier seht ihr nochmal die Preise. Die weißen Pumps haben 35 Euro gekostet. Die schwarzen 36, also nimmt sich jetzt nicht so viel. Und auch vom Kleid her 26 das Bordeaux-Rot und das andere 25. Also sie weiß immer nur 1 Euro Preisunterschied. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, beide Kleider zu behalten, weil die halt jeweils immer nur 25, 26 Euro gekostet haben. Finde ich, geht eigentlich voll. Ich schreibe euch, wie gesagt, die Produkte in die Infobox. Achso, und übrigens unbezahlte Werbung, ne? Also einfach nur eine Empfehlung von mir. Wir machen jetzt vegane Burger. Robin hat mir die hier mitgebracht. Ich habe die noch nie probiert. Die schmeiße ich jetzt gleich in die Pfanne. Bei Robin gibt es normales Beef. Und Bacon haut er sich, glaube ich, auch noch mit drauf. Ich habe auch hier einfach nur so ein normales Brötchen geholt. Und bei Robin gibt es hier solche richtigen Burger Buns Brioche. Müsst ihr mal probieren. Ist so richtig schön weiches Brötchen-Gedöns. Bei mir kommt da noch Tomate mit oben drauf. Bisschen Ketchup, denke ich. Und ich mache mir jetzt noch eine Guacamole, dass es nicht ganz so fad schmeckt. Let's go. Thank you.
sieht jetzt mein Abendessen aus, ihr Lieben. Das ist der Burger. Das Patty ist sehr dick gewesen, deswegen habe ich das halbiert und nochmal von innen ein bisschen anbraten lassen. Ich habe vorhin noch diese Waffel hier gegessen und ein bisschen Paprika und Tomate. Ich hatte noch Bock auf was Frisches. Wir probieren das jetzt mal. Ich bin mega gespannt und ich habe so Bock drauf. Ich habe gerade noch ein paar Hände von dem Studentenfutter gegessen und mal meinen Obstsalat probiert, den ich vorhin gemacht habe. Ich habe vorhin einen Oreo-Kuchen gemacht. Den hat Robin zu seinem Geburtstag bekommen. Seitdem steht er bei uns, also es war so eine Fertigpackung, seitdem steht er bei uns im Schrank. Und er hat immer gesagt, lass mal machen, lass mal machen. Jetzt habe ich den gemacht, weil Oreo ist ja vegan. Und ich dachte, ich probiere den jetzt mal. Ich brauche nur noch einen Löffel. Der musste, by the way, eine Dreiviertelstunde ins Gefrierfach. Und irgendwie ist es trotzdem kein Kuchen. Der ist einfach flüssig. Ich muss sagen, der ist schon echt ziemlich süß. Also der Boden ist einfach nur diese Oreo-Kekskrümel mit Margarine, geschmolzener. Dann habe ich das halt auf den Boden festgedrückt. Diese Milchcreme dazwischen ist halt mit, ich habe da jetzt Haferdrink genommen. Und dieses Pulver, was da mit dabei war, ist wahrscheinlich dann diese Oreo-Creme-Füllung. Und obendrauf einfach nochmal so Kekskrümel. Nichts Besonderes, sausüß. Ich stelle den mir dann in den Tiefkühler, weil die Creme ist echt noch sehr flüssig in der Mitte. Kann man machen. Ich bin auf jeden Fall super satt jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich platze gleich. Hallo ihr Lieben. Ich dachte, ich melde mich am Ende des Videos nochmal bei euch. Ich habe die letzten Tage schon überlegt, wie ich das Video hochlade. Ich hatte eigentlich schon eine andere Endcard gefilmt, wo ich ein bisschen mit euch geredet habe. War mir aber sehr unsicher, ob ich das so hochladen möchte. Habe mich jetzt aber dazu entschieden, nochmal eine neue Endcard zu filmen, weil ich irgendwie super unzufrieden war mit dem Ende des Videos. Deswegen kommt das Video jetzt auch erst am Wochenende online. Eigentlich wollte ich es am Mittwoch schon hochladen, war mir aber irgendwie super unsicher. Ich habe mir übrigens auch einen kleinen Notizzettel geschrieben, wollte mal kurz ein bisschen mit euch quatschen. Ich hatte ja den Tag zuvor diesen Oreo-Kuchen gebacken und der Abend ist übrigens wieder ein bisschen eskaliert. Ich habe an dem Tag echt viel gesnackt. War auch wieder ein bisschen zurückzuführen, wie gesagt, auf die Woche von meinen Days. Da ist es auch völlig okay, mal im Überschuss zu essen. Also der Körper braucht vielleicht einfach in dem Moment die Energie und es ist auch bei jedem anders. Also in der Woche von meinen Tagen zum Beispiel habe ich nicht so viel Gelüste und auch nicht so viel Hunger. Und stattdessen dann aber halt die Woche davor umso mehr. Ja, versucht einfach auf euren Körper zu hören und euch damit nicht so zu stressen, was ich in der Woche echt gemacht habe. Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich 2 Tage mal ein bisschen mehr gegessen habe und auch wieder so einen kleinen Fressanfall hatte. Ja, es ist aber auch völlig okay. Klar gibt es mal einen Tag in der Woche, wo man mal mehr Bock hat, was zu essen. In dem Moment ist es bei mir ein bisschen eskaliert. So soll es natürlich auch nicht sein. Aber solange ihr in Maßen dann auch mal im Überschuss esst, 1, 2, 3, 4 Tage, ist es völlig okay, weil euer Körper in dem Moment einfach die Energie braucht. Und wie gesagt, in der Woche, wo ich meine Tage dann habe, esse ich nicht so viel. Deswegen gleicht sich das dann automatisch auch wieder aus. Also stresst euch da nicht so. Das habe ich in der Woche echt ein bisschen bereut. Versucht einfach auch intuitiv zu essen, auf euer Bauchgefühl zu hören. Dann gleicht sich das auch automatisch wieder aus. Versucht vor allem auch den Punkt zu überschreiten, an dem ihr sagt, ich habe jetzt eh schon so viel gegessen. Es ist jetzt egal. Es ist nicht egal. Man bildet sich immer ein, dass, ja, dass es in dem Moment okay ist, einfach sich zu überessen, weil man halt einmal angefangen hat zu essen. Aber so ist es nicht. Es macht immer noch einen Unterschied, ob ich 2500 Kalorien gegessen habe oder 4000. Und es ist auch für euch körperlich und psychisch einfach auch gesünder, in dem Moment nicht so eine Einstellung zu haben und zu sagen, es ist jetzt egal, es ist eh schon zu spät. Ihr könnt in dem Moment immer noch was ändern. Vor allem auch nicht am nächsten Tag dann anfangen zu sagen, ich habe gestern so viel in mich reingegessen, ich verzichte heute auf alles. Völlig falsche Einstellung. Ich habe das ganz, ganz oft gemacht und bin halt einfach in den Momenten dann immer super unzufrieden gewesen, weil ich dachte, am nächsten Tag kann ich gar nichts mehr essen und muss super sparen. Und ich habe dann am nächsten Tag trotzdem versucht, normal weiter zu essen, weil es sonst einfach wieder eskaliert und ihr wieder 2 Tage später den nächsten Fressanfall habt und weil ihr euch wieder was verboten habt. Deswegen versucht wirklich, auf euren Körper zu hören, intuitiv zu essen. Ja, vor allem auch nicht aus Emotionen heraus zu essen. Das ist die letzten Tage bei mir echt schwierig gewesen. Es ist jetzt schon gut ein Jahr her, dass mein Opa nicht mehr bei uns ist und irgendwie esse ich ganz, ganz oft, auch vor allem, wenn ich alleine bin, aus Emotionen heraus, wenn ich mal einen schlechten Tag auf Arbeit oder in der Schule hatte oder mal eine schlechte Note geschrieben habe. Es gibt immer Momente, wo es einem nicht gut geht, aber dann dürft ihr das nicht am Essen auslassen. Versucht, Leute zu finden, mit denen ihr drüber reden könnt. Vielleicht auch euch mit eurem Mitbewohner zusammenzusetzen, mit eurer Familie, mit besten Freunden, mit irgendjemandem, dem ihr euch anvertraut und darüber zu reden. Oder vielleicht auch einfach euch abzulenken oder Kontakte pflegen. Einfach versuchen, dieses Alleinsein zu vermeiden. Und dann hat man meistens öfter auch nicht diesen Gedanken, jetzt aus Emotionen heraus zu essen, weil man eben mal abgelenkt ist oder weil man einfach eine bessere Alternative gefunden hat, als jetzt in dem Moment zu essen.
muss ich an mir auf jeden Fall ändern, generell über meine Probleme offener mit meinen Freunden zu reden, weil mir das echt schwerfällt. Ich habe immer das Gefühl, dass die dann völlig anders über mich denken und einfach, ja, es ist einfach so unangenehm, über dieses Thema mit anderen Leuten zu sprechen. Also zumindest aus meiner Sicht her, ich rede da nicht mit meiner Familie drüber und auch nicht wirklich mit meinen Freunden, weil es mir einfach zu, ich weiß nicht, das ist einfach so ein sensibles Thema für mich und sich da in dem Bereich zu öffnen, dass das schwerfällt, kann ich verstehen. Versucht's aber und ihr werdet euch besser fühlen. Das muss ich definitiv dieses Jahr noch an mir ändern und das möchte ich auch ändern und euch auf dem Weg hin vor allem auch mitnehmen. Also wenn ihr jetzt gerade mal sagt, ihr habt vielleicht nicht unbedingt den größten Freundeskreis oder gerade niemanden, der für euch da ist, dem ihr euch anvertrauen möchtet, ihr könnt mir gerne immer auf Instagram schreiben. Ihr habt meinen Instagram-Account in der Infobox stehen, also schaut da gerne vorbei. Wenn euch mal was auf dem Herzen brennt, dann schreibt mir gerne. Ich weiß, es ist immer komisch, mit fremden Leuten über seine Probleme zu reden, aber es befreit und es bleibt auch bei mir. Also ich rede da mit niemand anderem drüber. Von daher gebe ich immer mein Bestes, allen zu antworten. Also wenn ihr da was habt, dann könnt ihr mir gerne immer schreiben. Und wie gesagt, an der Stelle ist an dem Tag wieder ein bisschen mein Essen eskaliert. Ich habe mich einfach mit dieser ganzen Situation ein bisschen gestresst. Auch wenn ich oft alleine in der Stube sitze oder so und Robin im Schlafzimmer ist und gar nicht mitbekommt, wenn ich halt jedes Mal in die Küche gehe, dann denke ich mir immer so, jetzt hast du die Chance, das zu nutzen und viel zu essen. Und das ist genau die falsche Einstellung. Versucht, Kontakte zu pflegen. Versucht dann in dem Moment, wo ihr merkt, ihr habt jetzt gerade Lust und Heißhunger, ganz viel zu essen. Versucht einfach, euch mit jemandem hinzusetzen, Zeit zu verbringen, euch abzulenken, vielleicht mal eine Runde rauszugehen. Ich weiß, diese Überwindung ist enorm schwierig. Ich kenne das. Man hat dann einfach Lust, sich auf die Couch zu setzen, irgendwelche Videos zu schauen und einfach zu essen. Aber wenn ihr einmal diese Überwindung gemacht habt, fühlt ihr euch danach einfach so viel besser und so viel befreiter und das will ich dieses Jahr auf jeden Fall versuchen zu ändern, vor allem auch meine Gefühle aufzuschreiben, um in dem Moment zu wissen, so habe ich mich das letzte Mal gefühlt, als ich mich überessen habe und das möchte ich nicht nochmal haben und es ist einfach so viel befreiender, mal wieder Tagebuch zu schreiben oder einfach mal meine Emotionen aufzuschreiben. So kann man das auch so ein bisschen verarbeiten, nicht nur mit Leuten reden, sondern auch so ein bisschen Me-Time sich gönnen und ja, ich denke, das ist einfach so ein bester Weg zur Selbsttherapie. Ich möchte jetzt einfach gar nicht so weit groß dieses Thema ausholen. Ich wollte euch einfach nur updaten, dass bei mir gerade momentan auch nicht immer jeder Tag perfekt ist und auch nicht immer alles super läuft. Ich möchte euch dieses Jahr auch ein bisschen mehr auf der Reise mitnehmen, euch vor allem auch mal ein paar Tipp-Videos geben, vielleicht wo ich einfach auch mal ein bisschen was über meine Erfahrungen erzähle, vielleicht auch einfach Tipps euch mit auf den Weg gebe, wie ihr das Ganze überstehen könnt oder was man vielleicht machen kann, damit es besser wird. Wenn ihr da Lust drauf habt und ich euch mehr mitnehmen soll, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Generell Feedback immer. Ich freue mich mega über konstruktive Kritik und ja, versuche mich jetzt auch übrigens mit dem Weg. Ja, ihr Lieben, jetzt war leider der Kamera-Akku leer. Ich habe kein Ladekabel mit, deswegen mache ich es jetzt mal fix übers Handy. Sorry wegen der schlechten Qualität. Ich versuche mich jetzt mit dem Veganen ja nur nicht so zu stressen. Ich habe gemerkt, dass ich das zwar von mir aus gern machen wollte, mal ein paar Tage vegan zu essen oder halt neue vegane Rezepte auszuprobieren und auch einiges umzustellen. Aber ich kann halt irgendwie nicht nur vegan essen. Ich merke, dass ich mich dadurch extrem einschränke, dass wenn wir mal Süßigkeiten da haben und ich mal Lust habe auf was Süßes, dann halt immer auf was Veganes zurückgreifen muss. Klar gibt es auch vegane, gute Süßigkeiten, die man so snacken kann, Oreos oder irgendwelche veganen Gummibärchen. Aber es ist halt trotzdem so, dieser Druck, das darf ich jetzt nicht essen, obwohl ich es eigentlich wollte. Ich liebe meine Joghurt-Quarkbowls zum Frühstück und ich esse auch gerne mal eine Scheibe Käse auf ein Brötchen oder mal ein Ei. In letzter Zeit schränke ich mich da sehr ein und das möchte ich eigentlich echt vermeiden, weil das eben gerade auch so zu diesen Heißhungerattacken führt und das wieder genau das Gegenteil ist von dem, was ich eigentlich dieses Jahr erreichen möchte, auf meinen Körper zu hören und mir nichts zu verbieten. Und in dem Sinne, ich würde es gerne umsetzen. Ich habe mir das eigentlich auch zur Challenge gesetzt, den Januar durchzustehen. Aber es ist momentan echt ein bisschen schwierig, gerade auch wenn ich bei meiner Familie bin oder so und wir halt nicht immer ständig Veganes kochen. Ich nehme es noch als Challenge an. Ich möchte auch gerne viele vegane Rezepte ausprobieren und versuchen auch mehr in die vegane Richtung umzustellen. Aber ich möchte nicht nur vegan essen und mich da einfach nicht so einschränken. Und deswegen nur, damit ihr Bescheid wisst für die zukünftigen Videos, dass da auch mal was nicht Veganes dabei sein wird. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja, ich möchte einfach an der Stelle ehrlich sein. Und genau, das jetzt so zum Ende dieses Videos. Ich bin jetzt mit dem Abschluss sehr zufrieden. Werde das Video jetzt auch noch fertig schneiden und hochladen, damit ihr endlich mal wieder ein neues Video von mir seht. Das Video war etwas mehr Reden als Food Diary, aber es war eher so ein What I Eat in a Day bzw. Vlog. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst mich das auch gern wissen. Ansonsten kommt dann nächste Woche wieder ein Food Diary online. Und ja, ich freue mich auf die nächste Zeit mit euch. Ich werde euch wieder mehr mitnehmen und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich freue mich auch auf Feedback von euch in den Kommentaren. Ich würde sagen, bleibt immer positiv, gesund und happy. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.